Hi Leute, ich bin's der Aventurier und heute geht's in die Kirche. Und zwar in die St. Marienkirche von Abzwint. Ja, und ich würde sagen, legen wir doch direkt los, oder? Bleibt dabei und seid gespannt. So, hier ist die St. Marienkirche von Abzwint. Die werden wir uns heute genauer anschauen. Auch für mich ganz neu. Ich kenne die Kirche nur von außen. Von innen habe ich die noch nie gesehen und ich bin richtig gespannt, was uns erwartet. So, zunächst ein kleiner Rundgang außen rum und dann gehen wir rein in die Kirche. Lost place, lost place. So, ich habe mich jetzt mit der Frau Krämer getroffen, der Pfarrerin von Abzwint. Ja, alles geöffnet und das heißt, wir können jetzt alles besichtigen und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der normalen Kirchenbegehung an und schauen, was uns da erwartet. Komm mit. Eingangsbereich. Da sieht man schon den Kirchenaltar. Ein sogenannter Flügelaltar, den schauen wir uns nachher noch genauer an. Wow, schaut euch das mal an hier. Ein schönes Gemälde. Und hier der Klassiker. Hier die Empore 1705. Schon sehr, sehr alt. Das ist die sogenannte Friedensecke. Auch jetzt natürlich umso wichtiger, während in der Ukraine Krieg herrscht. Das ist die Steinkanzel, auch äußerst selten. Normalerweise sind die Kanzeln aus Holz in den Kirchen. Und hier haben wir eine aus Stein gebaute Kanzel aus dem, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 17. Jahrhundert. Wahnsinn!
Hier von der Kanzel hat man natürlich einen wunderschönen Blick auf den Altar, auf den Flügelaltar und auch auf die schöne Orgel. Ja, auch immer ein Highlight in den Kirchen, wie ich finde. Aber jetzt schauen wir uns mal den Altar näher an. Eine richtig schöne Kirche. Und wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte gesehen. Seid gespannt, es kommen noch richtig viele Highlights. Machen wir weiter. Übrigens, auf dem Flügelaltar, auf der Rückseite der Flügel, sehen wir auch noch Bildnisse. Und wir reden hier vom Jahr 1500 ungefähr. Dieser Altar ist über 500 Jahre alt. So, wir gehen jetzt in einen Bereich, der nicht öffentlich zugänglich ist. Die Pfarrerin hat mir erklärt, dass es damals so einen sogenannten heiligen Ausfluss oder Abfluss gab. Schaut mal, hier wurde also alles, was zum Beispiel im Gottesdienst runtergefallen ist, so wie eine Oblade oder wenn Wein übrig blieb von der Messe, wurde das hier reingeschüttet, denn unter der Erde ist heiliger Boden und man durfte das oder man sollte das natürlich nicht einfach so wegwerfen, die heiligen Hostien oder Gaben. Und deswegen gab es einen heiligen Ausguss. Wusste ich auch noch nicht. Schauen wir mal rein, da kann man natürlich nichts erkennen. So, was wäre eine Kirche ohne Turm? Oder Empore. Da gehen wir jetzt hin. Und wir schauen uns natürlich auch die Orgel genauer an. Hierzu muss man aber um das Kirchengebäude ein bisschen seitlich herum. Und da gehen wir jetzt auch hin. Hier geht's nun hoch zur Orgel. Jetzt sind wir bei der Orgel. Ui. Ui, schau mal. Hier ist es halbwegs eng. Schauen wir mal. Hier auch mit schönen Mustern versehen. Die Orgel selbst wurde erst, glaube ich, vor 30 Jahren, meine ich, erneuert. Muss ja ab und zu sein, aber sicherlich auch viele alte Elemente dabei. Gehen wir doch mal außen rum. Boah, schaut mal, hier ist es echt eng. Hier ist es echt eng. Wir befinden uns jetzt auf der anderen Seite der Orgel. Schaut mal, was haben wir denn hier? Und jetzt der Blick von oben in die schöne Kirche. Und schaut mal, hier geht's auch lang. Auch schon gut hoch. Aber das hier bietet natürlich auch Platz für richtig viele Leute. Wow. Schaut euch das an. Hier der Blick nach draußen.
Schaut mal, hier geht es auch noch hoch. Die zweite Empore wird aus Energiespargründen nicht beheizt. Betreten der Empore auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder. Okay. Mit Höhenangst ist das hier kein Spaß mehr. So, wir gehen wieder nach unten. Auf jeden Fall mal hierher setzen. Das Ganze kurz mal genießen. In aller Stille. Wahnsinn. Wäre das Ganze nicht spannend genug, kommen wir jetzt zum nächsten Highlight, nämlich der Turmbegehung. Dieser Turm ist nicht öffentlich zugänglich und ich habe quasi eine kleine Sondererlaubnis von Frau Krämer erhalten. Und da schauen wir doch gerne rein, oder? Komm mit. Okay. Hier geht's zum Turm hoch. Das an. Das sind alte Schießscharten übrigens. Ja, man hatte hier auch außerdem mal so eine alte Wehranlage früher. Wow. Und hier sind eben die letzten Leutbuben. Ich glaube, so nannte man die damals. Müsste so circa vor 40 Jahren gewesen sein. Da wurde hier noch analog, also selbst, die Glocke bewegt. Wahrscheinlich an diesen Wendeln hier, kann ich mir vorstellen. Hier gibt es ja ein bisschen Apparatur noch. Und das hier musste wahrscheinlich immer schön aufgezogen werden. Hier sind noch ganz alte Zahnräder drin. Schaut mal. Wow. Und hier hat man dann wahrscheinlich auch immer zur vollen Stunde geläutet. Und dieses ganze Werk musste natürlich auch wahrscheinlich gewartet werden, logischerweise. Und auch, ja, wahrscheinlich justiert. Aber da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Wow. Und hier geht's hoch in den Turm. Wahnsinn, Wahnsinn. Also allein dieser Ort, dieser Eingang schon, ist absolut imposant. Und ja, ich muss jetzt da hoch, ne? Ja, ich weiß. Und ich möchte natürlich auch da hoch. Schaut mal. Okay, auf geht's. Ah, die alten Stufen. Ui. Man früher rausgeschossen.
Aber nun gut, weiter geht's. Weiter geht das Abenteuer St. Marienkirchen ab Zwind. Und hier ist es steil. Der alte Boden der Kirche. Und schaut mal, wie sauber der hier ist. Schaut euch das mal an. Wow. Oh, Achtung. Fledermausquartier. Naja, die wollen wir natürlich nicht stören. Und es geht natürlich noch weiter nach oben. Wir wollen ja in den Turm. Und ich sehe schon, es wird noch spannend. Und weiter geht's. Was für ein spannender Ort. Voller Historie. Wo sieht man sowas denn mal? Und hier gibt's leider kein Licht, aber hier führt noch eine Treppe nach oben. Schon sind wir da oben im Turm. Eine wundervolle Aussicht. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Und hier geht es natürlich hoch zur Glocke. Da gehen wir nicht hoch. Da haben wir leider auch keine Erlaubnis. Und ganz ehrlich, das muss ich nicht haben. Wir sind jetzt hier am höchsten Punkt quasi, der noch relativ gut begehbar ist. Und das reicht mir. Ja, liebe Leute, wir haben es hoch in den Turm geschafft. Mit einer richtig tollen Aussicht. Man kann über die Dächer von Abtswind hier gucken. Wunderbar. Ein Hauch von Lost Place natürlich wieder. Ein Hidden Place, würde ich sogar sagen, denn wie gesagt, das Ganze ist nicht öffentlich zugänglich und ich bin wirklich froh und dankbar, dass mir die Ehre da zuteil wird, dass ich euch das zeigen kann. Oh, schaut mal, hier sind noch alte Fotos. Oh, die kann man schwer zuordnen. Da kam wohl die neue Glocke. Gut. Nächstes Abenteuer. Abstieg. Boah. Das ist nicht so einfach mit einer Hand. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera kennt. Hier geht's echt steil runter. Wow, was für ein Anblick. Was für ein Anblick. Eine nette Geschichte am Rande zur Kirchenuhr. Die Pfarrerin erzählte mir, dass ihr Vorvorvorgänger sich gegen den Einbau einer neuen elektronisch gesteuerten Uhr gesträubt hatte.
Als er dann aber in den 80er Jahren auf Kur musste, nutzte der damalige Bürgermeister Ernst Zehnder die Abwesenheit des Pfarrers, um eine neue Uhr einbauen zu lassen, die elektronisch gesteuert wird. Ob dieser Disput im Nachhinein noch eskalierte, bleibt jedoch unbekannt. Jedenfalls bekam die Kirche somit in den 80er Jahren ihre eigene elektrisch gesteuerte Uhr. Ja, somit haben wir den Turm angeguckt. Faszinierend, wie ich finde. Und jetzt bewegen wir uns mal wieder rauswärts. Nochmal nach unten, schauen uns noch ein paar Details an. Und dann habe ich auch nochmal ein kleines Highlight für euch, wo man als Normalsterblicher auch nicht wirklich reinkommt. Seid gespannt. So, und zwar hier links haben wir auch nochmal ein Bildnis. Ich nehme an, zum Gedenken der gefallenen Soldaten. Ja, und hier drüben haben wir eben die Friedensecke für die Ukraine und hoffen, dass das Ganze so schnell wie möglich beendet wird. Ja, allein wegen solchen Bildnissen lohnt es sich, hierher zu kommen. Es ist ein wunderbarer Ort, ein Ort der Andacht, ein schöner Ort, ein ruhiger Ort. Und wer Kirchen mag und natürlich auch ein bisschen die mysteriöse Stimmung darin mag, ja, für den ist es gleich zweimal was. Und natürlich für alle Gläubigen sowieso. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, ihr habt viele schöne Eindrücke bekommen von der Kirche hier in Abzwind. St. Marien. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Frau Krämer, der Pfarrerin, die nächstes Jahr übrigens 10-jähriges Jubiläum hat. Vielen Dank, dass es geklappt hat und weiterhin viel Erfolg. Schaut mal, diese alten Gebäude hier. Die sind natürlich auch sehr spannend für mich. Und ich wäre nicht der Aventurier, wenn ich noch ein kleines Bonusmaterial für euch hätte. Kommt mal mit. Es gibt nämlich noch einen kleinen Lagerraum, alten Lagerraum, der auch nicht zugänglich ist. Ich habe heute die Möglichkeit, euch das zu zeigen. Und zwar hier. Schaut mal. Wow. Uraltes Gebäude. Kleiner Mini-Hidden Place, würde ich fast dazu sagen. Alte Balken, alte Kirchenbank. Stauraum und Lagerplatz muss halt auch sein. Ich finde ja schon hier die Treppen faszinierend. Schaut mal. Sehr alt. Ach ja, solche Orte
haben einfach immer was Magisches. Auch wenn es nur eine kleine Abstellkammer in dem Fall ist. Aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Und da sind wir jetzt auch schon beim Ende angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet richtig schöne Eindrücke gewinnen von Abzwind. Oder zumindest von der Kirche Abzwind. Und lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und natürlich einen Kommentar. Ich würde mich mega freuen und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, der Aventurier zieht ins Abenteuer. Macht's gut, ciao. Mm-hmm.